Die kleine Tembeka ist dafür ein Beispiel. Sie kam mit einem Geburtsfehler zur Welt. Ihre Mutter ist nur sehr selten zu Hause und stets auf der Suche nach Arbeit. Ohne Ansprache und Geldmittel aber bliebe Tembekas körperliche und geistige Entwicklung auf der Strecke. Ohne Hilfe hatte sie Probleme bei Bewegungen. Sie schien Furcht vor dem Fallen zu haben. Das war immer eine Herausforderung für sie, beim Stehen, beim Krabbeln, ja sogar im Sitzen. Immer dachte sie, sie würde umfallen. Im Joris Haus, dem Behindertenzentrum der Ndlovu Care Group, fand Tembeka Hilfe. 2 bis 3 Mal in der Woche wird sie hierher gefahren zur Ergotherapie. Nach nur wenigen Monaten der Behandlung konnte das bisher fast bewegungslose Kind mehr tun als in all den Jahren zuvor. Von da an konnte sie sich schon an Möbeln festhalten, ohne umzukippen, aufrecht sitzen, besser als jemals zuvor und selbstständig am Tisch spielen. Dass es Tembeka deutlich besser geht, hat längst auch ihre Großmutter bemerkt. Kein Wunder, sie betreut ihre Enkelin die meiste Zeit. Nein, so erzählt sie uns, ich könnte das gar nicht tun, was die Therapeuten mit Tembeka üben. Umso mehr danke ich Hugo Tempelmann und seinen Mitarbeitern. Und ich hoffe, so Gott will, dass meine Enkelin weiter Fortschritte macht, damit sie später eine passende Arbeit und vielleicht auch ein eigenes Einkommen findet.